Hallo, hallo, der Exitus 19 da mit dem Kenji. Wir sind wieder ein gutes Stückchen weiter. Ich bin ohne Fogman. Bis jetzt. Mal an dem Nebelkrater vorbeikommen. Wir sind wieder in den Flutländern. Der schöne rote Baum. Der gefällt mir. Da würde ich mich gerne ausruhen, wenn ich jetzt Fabrics hätte. Es sind viele Leute wieder aufgewacht. Ja, ich kann sagen, er ist noch im Koma. Und er ist noch im Koma. Auch er hat sich können recht heilen. Der ist bis auf 37 gekommen. Es ist nichts passiert seither. Also, läuft recht ruhig. Ich hoffe, wir kommen da auch ohne Probleme durch. Ich habe mir überlegt, ob ich durch die Stadt gegangen, durch die Minenstadt. Ich habe gefunden, nein, weil das ist das Holy Empire, mit denen will ich nichts zu tun haben. Wenn ich jetzt automatisch eine Route gleich durchdingeln sollte, dann, ja, dann gehe ich halt dort durch, aber ich will nichts von denen. Vielleicht kaufen wir Fabrics. Aber was ist das? Was ist jetzt das? Können wir? Okrans Gulf, ja, das ist schon mal gut. Wir sind nämlich im Gebiet vom Okran, die Heime. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. Irgendetwas mit Okran ist es gsi. Und was ist jetzt das da gsi? Wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich einfach irgendeine Grafik, etwas. Umsonst das Theater gemacht. So. Er ist total verkrüppelt. Mein Schwertarm ist verkrüppelt. Unable to fight. Das ist eine geile Geschichte. Wirklich geil. Mein Tank ist unable to fight. ja, was machen wir da? Oh, was ist das da? Ist das Dead Hive Overrun? Ja. Soll ich schauen? Führt es mich vorbei oder dran her? Das ist unsere erste Begegnung, wo wir gefangen genommen sind. Wir haben wirklich knapp können flüchten, weil da noch andere Leute gekommen sind, um mitzuschlägeln. Sonst wären wir dort schon das erste Mal gegessen worden. Ja, es führt uns dran vorbei. Halt, was schlägt da? Ah, es sind Fogmen. Nein. Wir gehen nicht dort dran vorbei. Ich will da hinten vorbei. Kehren bitte um. Wenn das immer noch belebt ist von Fogmen, will ich nicht dort hin. Auf keinen Fall. Ich hätte zwar gerne das Fleisch von diesem Hund, aber mein eigenes Fleisch abknagen lassen. Nein, danke. Überhaupt nein, danke. So, wo geht ihr durch? Für den Tannen da. Mein Essen geht aus. Hast du noch eine Ration? Nein, die ganze Ration gegessen. Also, es geht wirklich aus. Das eine Fleischstückchen habe ich noch. Aber Gott sei Dank hat sie der Hungry Bandits. Die haben aber gesehen, wie hungrig ich selber bin. Aus dem Grund wollen sie nichts. Die wollen nicht mal schlägeln. Die sehen, das ist so ein armer Kaib. Den lassen wir sein. Hoffe ich. Wow, bin ich erschrocken. Okay. Schön dort runter. Ah, ich bin froh, dass ich das Zeug wieder gesehen habe. Es ist so bekannt, sag ich mal. Das sind Holy Nation Outlaws, meine nicht Freunde, aber sie machen mir auch nichts. Also es gefällt mir nicht so, dass der Exodus und der Genesis dort so allein am
am Wandern sind, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht. Hallo? Was ist jetzt los? Okay. Ja, jetzt geht's gerade wieder, hä? Follow him. Genesis, noch nicht? Eben, geht doch. So, follow him. Du? Auch wieder normal? Ja, gut. Von wem wirst du dann getragen? Von der Tiefe. Kannst du ihn runter tun. Ihr auch. Follow him. Und jetzt direkt. Oh, ein Absturz. Tief in der Nacht ist es. Wir haben es fast geschafft. Das mal wirklich. Alle Gefahren sind hinter uns. Ich bin überzeugt. Es sollen nur so Banditen kommen. Das stört mich überhaupt nicht. Ich bin rausgeflogen natürlich, das habt ihr ja gesehen. Dann bin ich reingekommen, bin genau wegen nochmal gelaufen, so Brain AFK, weil eh nichts gekommen ist. Aber dann ist noch eine Spinne gekommen und hat mich angegriffen. Es hat jetzt nicht sehr viel gemacht. Haben dann noch ein paar Sachen können mitnehmen. Das hat noch geil viel Wert. Ja. Mal schauen, vielleicht kann ich irgendwann mein eigenes Skelett herstellen. Also Roboter. Aber ich werde vorerst einfach alles verkaufen. Dann kommen ein paar Hunde. Wenn sie mich angreifen, dann testen wir natürlich, wie stark ich bin. Die wollen aber nichts von mir. Selber die Schuld. Ein Shield. Put down Tifa. Follow him. Oh! So verletzt. Follow her. So, ein bisschen japanische Musik, ist geil. Was macht ihr? So. Vollidioten. Wahrscheinlich hat es das nicht angenommen, dass ich mit der Tifa gelaufen bin. Danach ist sie an Barrett gefolgt. Und er ist ihr gefolgt und alle sind an Land gefolgt. Hey, die Geräusche, was da hat, hä? Geht doch einfach nur heim. Ich kann es kaum erwarten. Ins Bett liegen, erholen, mich neu ausrüsten. Und weiterziehen. Ah, schau, da ist Military Base. Ah, oh, nein, das ist sogar Blister Hill schon. Kommt, wir gehen zuerst auf Blister Hill verkaufen. Ich meine, wenn es so nah ist. Tally-ho! Extrem verletzt. Willst du was? Hä? Eben. Ah doch, der will was. Ja dann. Folge bitte ihr. Ja, ich gehe jetzt auf Blister Hills. Blister Hill. Da sehen wir uns nachher wieder. Hä? Das muss ich euch ja nicht zeigen, was ich da dort herlaufe. Bis gerade. Wuhu! Zivilisation! Alle in den Markt stürmen. Willkommen, Freund. Theoretisch hätte ich jetzt alles verkaufen können, oder? Ich tu nochmal safe. Früher hat man die gestohlenen Sachen nicht verkaufen können. Jetzt sollte es möglich sein, weil ich es ja nicht von innen gekauft, oder? Der ist sau stark. 1,36 Cutting Damage. Ich behalte gleich mein Katana. Und? Yes.
So. Let's trade. Was brauche ich denn jetzt? Skeleton Eye. Ah ja, dann kann sich das jetzt nicht leisten. Building Materials sehen auch anders aus. He? So, jetzt kann er sich das leisten. Ja, und gerade wieder nicht mehr. Ich bin zu reich für die Welt. Einfach zu reich. Also, wir müssen uns ein bisschen aufteilen. Der Seffi hat noch so viele Sachen. Haben sie sich da innen auch etwas zu verkaufen? Ich weiß es gar nicht mehr. Eben, die Stadt ist neu aufgebaut. Ich glaube nicht, he? Die Stadt ist neu aufgebaut und ich bin schon länger nicht mehr drinnen gewesen. Gibt es irgendwelche speziellen Leute? Griffin von den Tech Hunters. Let's get down to business. Er hat 5400, da kann ich einiges verkaufen. Kaktus, Skeleton Muscle, das kann ich brauchen, das behalte ich auch noch. Horse Chopper weg damit. Wow, so 7000? Nein. Ja, okay, ist nicht so wild. Armor Plate, ja, ist nicht so wild. Das kann ich ja selber nochmal machen, aber. Okay. Das Essen will ich jetzt auch nicht kaufen, weil ich bin auf dem Rückweg. Gut. Exitus ist fertig. Sephiroth. Oh. Du hast 24.000, das ist der, hä? Kann ich das alles, ist die Frage. Straw Hat weiß ich nicht mehr. Ich nehme das mal. So eine zusätzliche Waffe habe ich immer gern. Also müssen wir wieder dazu machen, leider. Das ist ein bisschen blöd, dass das so weit drinnen ist. Oh, jetzt kommt der Angel auch noch. Hm. Can't afford that. Ei. Hast du überhaupt etwas? Ah, jetzt haben wir den Seffi. Also ich will sicher. Ja, Fabrics habe ich zwar auch daheim, weißt du? Was soll ich da noch kaufen? Ninja Rags. Das habe ich doch alles. Adelter. Okay. Die brauche ich. Ja gut. Ab in den nächsten Laden, würde ich sagen. Hast du noch Sachen? Ja, hast du. Komm mal da her. Hast du noch Sachen? Nope. Wie sieht es mit dir aus? Nur so Sachen. Hm? Bei dir durch Skeleton Repair. Ja, das kann man. Weißt du, es kostet so viel. Ja, kommen wir mal da her. Es kostet so viel, das bringe ich nie los. Auch mal dahin. Komm auch mal dahin wegen dem Shirt, das du dabei hast. Okay. Seffi, bitte. Du bist der Erste. Show me what you got. So. Nein, warte, ich will das nachher ins Inventar tun. Cleavers, Flattopper, das habe ich alle. Fragment, Axe, habe ich das auch?
Ich schaue mal. Ich habe ja genug Cash, wirklich. Nein, das wollte ich nicht. Aber das wollte ich rausnehmen. Dann soll ich es arrangieren. No room. Wirklich? Sorry, dass ich da so lahm bin. So. Gut. Nice. Geh du mal zu ihm zurück. Angel. Wie viel Cash hat er noch? Ah, noch 30.000. Geil. Nein, das habe ich nicht. Das wollte ich behalten. So. Zurück. Schaut mal an, der ist huere hungrig. Es sind alle hungrig, aber ich komme jetzt dann gerade heim. Okay. Iron Plates brauche ich nicht. Electrical brauche ich. Steel Bars brauche ich nicht. Das mache ich selber. Nein! Ah! Folge am Exitus. Folge am Exitus. Juffi hat etwas, hä? Ja, wie viel hat er noch? Kommt, ja. Das kann er weg. Cool. Ich werde gleich alles los da. Plank. Du hast jetzt eben etwas Besseres, gell? Ja, ja. Okay, cool. Barrett, was hast du noch? Ich glaube auch nur noch so ein Schwert oder so. Ah, nur das Hemmli, genau. Das Hemmli und den da will ich auch nicht mehr. Oh! Komm, kauf mal das noch. Ich kann es ja lernen. Scheiße. Kann ich es ihm nicht einfach schenken? Weißt du, wegen diesen paar Gold? Also. Nein, in dem Fall nicht. Jetzt muss ich für die zwei noch einen anderen Laden suchen. Der ist gerade da. Mann, nein. Was ist deiner? Adieu! Wird er jetzt nicht im Ernst streit? Ich bin doch schon wieder draußen. Let's trade. Mhm. Follow him. I will follow you. Und zack. Die kann man immer brauchen, denke ich mir mal so. Cleavers Advanced Harponry. Mhm. Bis ich es selber machen kann, werde ich das auch über ihn beziehen. Okay, finally. I'm coming home. Tell me, God, I'm coming home. Yeah. Walk of Pride. Also, wir sind schon sehr weit rundherum gekommen, hä? Eigentlich. Klar, da hinten bin ich noch nicht ganz gesehen. Dann da habe ich es noch nicht riskiert zum Hingehen, aber es ist ziemlich sicher von Leviathanen verseucht. Da würde ich dann noch gerne her. Da bin ich überall gewesen. Und da, das Eckli habe ich auch noch nicht gesehen. Dann Mongrel habt ihr noch nicht gesehen. Ich bin einfach mal hergekommen im Exitus und wieder umgekehrt. Das war mir zu riskant gewesen. Wir sind schon überall gewesen, hä?
Geil. Ich finde es eben cool, dass es so Stück für Stück released wird. Mal schauen, wann das nächste kommt, weil es das echt sein wird. Ich bin gespannt auf das da. Auf das bin ich sehr gespannt. Wieso laufen die nicht mehr? Was ist da? Oh. Da sieht man. Wahrscheinlich eben sind es keine Knochen, sondern Maschinenteile. Riesige Maschinenteile. Bin natürlich auch gespannt. Was da zu finden gibt. Das Grüne freut mich natürlich auch sehr. Und dann halt das da. Das sieht spannend aus. Mal schauen. Wieso bist du so lahm? Ah, wegen dem Hunger jetzt. Also, liebe Leute. Open. Kommt herein. Ihr habt nichts zu arbeiten, oder was läuft bei euch eigentlich falsch? Ja, schaut mal. Max Capacity 50 und ich habe einfach 588 drinnen. Ja. Cooking Stove Grains, ja. Geh doch da go Weizen farmen, wenn es nichts zu tun gibt. Ramu, was ist mit dir los? Output Raw Iron, ja, was ist los? Genau, du kannst es dort holen. Voll Idiot. Operating Machine. Schau jetzt, wie es gerade reinstürmt. Om nom 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 nom. Tifa, du hast gegessen, hä? Genesis. Was ist los? Aha. Tifa, jetzt hast du gegessen, oder? Close the door. Ja, ich darf doch alle essen. So. Genesis. Wieso isst er nicht? Aha, er hat schon wahrscheinlich. Ja, ist gut. Zagadown. Ich darf alle essen. Jetzt müssen sie schlägeln. Nein, Mann, nein. Hanf. Gut. Was machst du da? Ah! Was zur Hölle sind das hier gewesen? Ja. Den habe ich da hergestellt, dass die Leute nicht immer in die Mauer reinlaufen. Aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Keine Ahnung. Also, wer hat jetzt noch Hunger? Dir habe ich gegeben. Also, haben die direkt genommen? Gut. Er geht jetzt das abliefern. Nein, weißt du was? Jetzt fange ich an, da über zu transportieren, weil das ist die neue. Ich kann das ganze Haus kann ich abreißen dann. Zeige mal. Inventory. Open Bag. No room for that item. Okay. Schon da oben. Wie sieht es eigentlich da aus? 300. Eieiei, okay. Stone Processor. Warum macht sie nicht weiter? Wegen der Max-Kapazität. Ja gut, meine Leute sind alle arbeitslos. Alle miteinander sind arbeitslos. Was soll ich mit so vielen Leuten machen? Neue Stadt gründen oder was? Schaut das an.
Sie feiern mal eine Party. Meine Soldier-Leute gehen schlafen. Schön erholen. Was machen die? Kommen jetzt da nicht mehr durch? Sind die irgendwie Boxen grösser geworden? Ah, keine Ahnung. Keine Ahnung, was da los ist. Okay. Aus irgendeinem Grund hatte ich das hier drinnen. Ich tue es einfach wieder rein. Die Materialien. Also ein Teil gehört da über. Lass mich geschwind sortieren. Wir sehen uns gerade wieder. So. Das ganze Soldier Team ist friedlich am Schlafen. Nur der Exitus ist wach und am Forschen. Er erforscht tolle Sachen. AI Core mal 2. Also, das ist das letzte Level, so wie es steht. Die Ultimate Level, the best equipment, best scientists. Ja, mal schauen, von wo dass wir die AI Cores überkommen. Hybrid, da brauche ich Ancient Science Books mal 4. Das interessiert mich im Moment nicht so. Was sind Hydroponics? Indoor, ah ja, genau, geil. Ja, ich brauche vor allem Ancient Books und AI Cores. Also für die Ancient Books weiss ich, da gehen wir mal die Hive Villages abklappern. Die haben gut so Sachen gehabt. Was ich euch jetzt noch ganz kurz möchte zeigen, ist die grossen Mauern. Ich habe selber nicht genau eine Vorstellung davon, wie gross das eigentlich sind. Klar, jetzt Blisterhiller so hat sie, glaube ich, aber ich möchte es da sehen, selber. Ja, meine Maschine trüllt. Erz und Stein. Stein im Moment halt nicht. Krasses Teil, hä? Und ich habe noch so viel Platz für Midgar. Mal schauen, ich brauche den wahrscheinlich gar nicht, den ganzen Platz. Ja, die ganzen arbeitslosen Leute. Das ist ein bisschen schade. Ich weiss nicht, warum ich all die Leute jetzt habe. Arbeitslos sind es vor allem darum, weil es gibt eben jetzt Begrenzungen. Vor allem wegen dem. Nur wegen dem. Ich habe überall eine Sauordnung. Ja, ja. Kommt schon gut. Also. Jetzt sollten wir da können. Kann ich nicht. Schade. In dem Fall können wir das nicht. Watchtower. Ich würde sagen, wenn ich dann die grossen Mauern habe. Sind es die? Defensive Gate mal 3. Ja, aber das sind doch nicht so hohe Mauern. Mal sind sie schon. Rampen. Wenn ich mal die grossen, krassen Mauern habe, dann würde ich sagen, könnte man mal anfangen mit dem Krieg. Mit dem Krieg gegen das Holy Empire. Mal schauen. Vielleicht wird es total schlecht laufen. Dann muss ich irgendwie flüchten. Ja. Keine Ahnung, wie das dann geht. Jetzt will ich mal. Sorry, ich bin nicht mehr sicher gewesen, wo der blaue Pfeil her muss. Einfach mal schauen, wie es aussieht.
So. Zwei Rampen her. Okay. Soll mal den bauen. Exitus, du gehst weiter forschen, bitte. Ich habe doch irgendwo bei den Midgar Workers. Ixion ist Ingenieur. Was machst du falsch? Ah, gröber verletzt, hä? Ja, das kommt halt vom Krieg mit diesen Viechern. Wieso hast du Fuel dabei? Bist du mein Fuelmeister? Ja, tatsächlich. So. Also. Ah, ich habe den falsch angeklickt, ich dubbel. Ja, nein. Bist du mein Farmmeister? Egal, ich gehe einfach mal da rein, dass es Platz hat. So, jetzt holt er sich Dinger. He? Du darfst da ruhig mähnen. Ja? Mal laden jetzt halt wieder ein paar Sachen rein, aber ist gleich. Ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder mit dem Kenji. Werde ich wahrscheinlich wieder schlägeln. Und ich muss sagen, die Stadt gefällt mir einfach nicht mehr. Es gefällt mir einfach nicht mehr. Ich habe Lust, wie meine andere Town of Warcraft, einfach Sila wegziehen, irgendetwas anderes anfangen. Ich hoffe, das Gebiet wird das nächste sein, dann werde ich mir da irgendwo eine schöne neue Stadt errichten. Aber wir werden schauen, wenn das soweit ist. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Und seit er heisst. Wartet mal, sorry geschwind. Euch schaltet wieder nicht mehr auf passiv. Auch nicht mehr. Muss er überhaupt? Ah, da ist der oben. So, und du gehst wieder auf die Hand. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Grexus 19, das ist Kenji. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Die haben neue Geräusche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.